Hey, willkommen zur zweiten Folge von DotHack und ich sage jetzt einfach nur DotHack, weil es so schneller geht und man so auch schnell ins Spiel reinkommt. Und wir wollten jetzt mit Sakuya weiterspielen. Und danach tun wir den Einkampf mit dem nächsten Charakter, den wir danach freischalten, auch noch spielen. Das heißt, drei Kämpfe in einem Part, das geht eigentlich so in Ordnung. Sollte eigentlich von der Zeit her gut passen, also weiter geht's jetzt. Die ganzen Menüs immer hier. Los! Sakuya, irgendwas, das ich nicht lesen kann und wahrscheinlich eine kurze Beschreibung von ihr sein sollte. Oh! Mit ihr könnte man auch sehr schnell eine 10-Hit-Kombo machen. So wie ich das noch in Erinnerung habe. Ja. Sogar eine 20-Hit-Kombo habe ich mit ihr schon hingekriegt. Oder auch eine 30-Hit-Kombo. Doch wie das ging, weiß ich nicht mehr. Ja, 25 Hits, geht doch. Ne, das war jetzt aber nicht in Ordnung. Bisschen Punkte sammeln und mal den... verdammt. Ich wollte jetzt eigentlich mal die Spezialattacke zeigen. Ich würde aber wohl noch ein bisschen warten müssen. Und zwar jetzt. Oh, komm, los. Und eine Mission geschafft. Weg, 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 weg! Wo war das gut? Scheiße. Ich bin in die Banane reingelaufen. Auf den alten Trick fällt man doch nicht mehr rein, Mann. Na. Ein bisschen Punkte sammeln. Energie aufladen? Ah, reicht noch nicht ganz. Verdammt. Ja, jetzt können wir wieder die... Und los. Verdammt. Das war unfair. Und los. Wie gesagt, wir kämpfen hier ohne Rang. Da ist es noch ziemlich leicht. Man gewinnt fast immer. Ich wüsste gar nicht, wann ich hier mal einen Kampf verloren hätte. Und ich meine, ich das erste Mal gespielt habe, glaube ich. Nee. Aber auf Rang S müssen wir es dann noch kriegen. Es ist nur Rang A. Naja, könnte ich eigentlich auch schon mitleben. Rang A ist eigentlich schon gut. Aber ein S ist sehr gut. Und wenn ich das richtig sehe, haben wir nach dem ersten Kampf schon den nächsten Rang freigeschaltet. Trotzdem spielen wir diesen Rang bis zu Ende. Nanka,
ちょっと怖そうかも。チッ、うるさそうなのが出てきやがった。ハセオ。Der kann eigentlich auch sehr gut kämpfen. Habe ich auch sehr oft und gerne mit ihm gespielt. Auch online. Ah, verdammt. Weg. Nein, nein. Okay. Exit ist auch wieder so eine Fähigkeit, wo man stärker ist und auch andere attacken kann, wie man an ihm sieht. Der hat jetzt, glaube ich, irgendwelche Pistolen oder so. Okay, jetzt hat er die nicht mehr. Oh, eine 30-Hit-Kombo. Wieder da. Also schaffe ich es immer noch auf über 30 Hits. Na? Einfach mal hochschleudern und... Das ist auch eine gute Attacke. Auch sehr einfach auf Kreis. Exit vorbei. Verdammt. Okay, einfach nur Kreis und schon schmeißt man den hoch. Also Kombos sind mit dir überhaupt kein Problem. Nein! Ah. Ja, schon K.O. Na gut. Dann haben wir jetzt wohl Haseo freigeschaltet. Und eine Mission habe ich nicht geschafft. Was auch immer das war. Ja. Damit haben wir dann wohl auch den nächsten Rang freigeschaltet. Das wird uns sicher gleich angezeigt. Oder? Ja. Haseo oder... Oder? Nein. Irgendwie ging es doch dann... Wir haben doch schon Player Score. Von 5985 und brauchen nur 4500. Wahrscheinlich sollen wir das jetzt zu Ende spielen. Ist ja nur ein Kampf. Aber dann kann ich auch mal seine Spezialattacke zeigen. Ich nenne das einfach mal Spezialattacke. Hyper Mega Giga Attacke von mir aus. Das war nicht gut. Kombos gibt's hier so gut wie überhaupt nicht, also fast nicht. Bis auf einige wenige. Oh, war das gut. Bisschen Punkte sammeln jetzt. Ah. Ha, daneben. Verdammt. Ne. Ich will... volle Energie. Geht das, bitte?
Jo, jetzt geht's los und... Übelst stark die Attacke. Macht schon Spaß. Jo. So, und ich sammle hier die Punkte. Und jetzt machen wir mal hier Exit. Na. Und K.O. Das war schon wieder nur A. Okay, dafür habe ich wohl wieder zu viel Leben verloren, aber ich wollte mal ein bisschen was zeigen hier. Ja, das waren dann die ersten drei Charaktere, die wir in Dotek Versus spielen dürfen. Und eigentlich hätte ich jetzt noch Zeit für einen Kampf. Mal sehen, ob jetzt noch irgendwas kommt. Kommt noch was? Ja. Okay. Können wir mal... Ja. Ach ja, man muss hier erstmal vorbeischauen, um zu sehen, dass man hochgestuft wurde. Und wir sehen, Rank Up, Bronze Rank. Bronze Rank. Ha, klingt schon ein bisschen blöd. Okay. Bronze Rank. Wir sind auch im Rang hier aufgestiegen. Wir sind jetzt 347. Und ich bin der Einzige, der hier Buchstaben verwendet. Nein. Ja, ist jemand Gates. Na, wird wohl Bill heißen, oder was? Dass der das Ding hier spielt, das bezweifle ich. Okay. Wir sehen, es sind schon mehr Kämpfe als vorher. Und wir können am Ende wieder einen Charakter freischalten. Also wir haben noch die drei, die wir im letzten Rang freigeschaltet haben. Und ja, ich spiele jetzt noch mal den ersten Kampf mit Sora. Gegen wen werden wir wohl kämpfen dürfen? Gegen Sie. Auch gut. Und stand da eben wirklich. So, wir haben jetzt dauerhaft Energie oder was? Ja, ich wollte gerade Attacke machen und da macht er seine Attacke hier. Okay, der hat keinen Exit, der hat nur Levels. Also Sora hier. Und der hat jetzt auch Exit an. Klasse. Daneben. Dieses Spiel hat zwar ein paar Zwischen... Szenen, aber nur sehr kurze und welche, die nicht viel sagen. Am Ende schaltet man zwar noch einen Kurzfilm frei, der aber
Dafür musste man den Film gesehen haben, der mit auf der Disc ist. Und der ist natürlich auf Japanisch. Genauso wie hier alles auf Japanisch ist. Also. Gibt's eigentlich nicht viel zu kapieren. Aber es soll ja Leute geben, die gucken sich gerne Filme an, auch wenn sie nur original sind, also japanisch. Nur damit sie die gesehen haben. Dauerhaft volle Energie ist langweilig. Man kann die ganze Zeit seine Spezialattacken hier spammen. Und nur am Gewinn. Okay, das ist... Und das war's dann auch wieder. K.O. Und wir haben beide Missionen geschafft. Ich glaube, es sind doch mal bis zu 3. Wenn ich mich nicht irre. Und es speichert. Oder was auch immer. Jetzt lädt es. Okay, das war dann der erste Kampf im Bronzerang. Okay, ja. Machen wir beim nächsten Mal weiter mit Soras Kämpfen. Und danach können wir ja Sakuya spielen. Die hat auch nur 3. Hasio hat 2. Und danach schalten wir wieder einen neuen Charakter frei. Ich weiß wirklich nicht mehr, wer das war. Der hat dann auch nur 2. Alles klar, also sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Teil, wenn wir weitermachen. Also, bis dann!